So, liebe Leute, herzlich willkommen zum fünften Teil der 500 Meilen Cross-Country-Serie. Wir fahren heute von Bristol bis nach Birmingham, glaube ich, ist es. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen. Es ist nicht das Szenario, was ich eigentlich spielen wollte. Das Originalszenario, was jetzt in Teil 5 kommen würde, lädt irgendwie nicht. Aber das ist äquivalent, genau gleiche Strecke, fast gleicher Zug und ja, ein paar mehr Wagen hinten dran. Aber ansonsten gleich, also ist auch Class 43 von Armstrong Powerhouse, also die Enhanced-Version. Und ja, parallel, ihr habt es, oder seht es ja vermutlich eh gerade, ich habe ja jetzt den YouTube-Channel da aufgemacht für diese Art von Videos. Und ja, schreibt es mal rein, ne, wie es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, ob ihr gewisse Camera-Views haben wollt oder was ich in Zukunft machen soll. Lasst es mich wissen und wie immer bleibe ich die meiste Zeit ruhig und genießen die Fahrt. Und ich würde sagen, wir machen den Zug jetzt erstmal startklar. Oh, eine Sache gibt es noch. Ich habe mir heute den Rail Driver besorgt. Also die Kenner unter euch kennen ihn garantiert. Das ist dieses Cup Control Unit, wo man die Züge mit echten Hebeln etc. steuern kann. Das ist eigentlich so das Einzige auf dem Markt in die Richtung. Den probiere ich jetzt heute zum allerersten Mal aus. Also ich habe schon eine Testfahrt gemacht, funktioniert. Und ja, bin schon gespannt. Das ist ein ziemlich cooles Teil. Also, ich mit mich mal und dann machen wir den Zug bereit. Naja, der hat das auch so eine Art Passagieransicht. Ah ja, die ist aber. Naja, mal gucken, ob wir die verwenden werden. Unten hat es also die Haufen Hotkey-Tasten. Die stimmen vom Label her noch nicht ganz, das muss ich noch anpassen. Und mal schauen, ob das Scheibenwischer angeht. Das macht irgendwas anderes. Bremse geht. Gas auch. ABS. Ja, das Wichtigste habe ich mal. GBA heißt die da drüben. Ja, kann es ja dann gleich mal losgehen.
cool, damit die echten Hebel da in Zug zu fahren. Aber braucht auf alle Fälle noch ein bisschen Eingewöhnung. Den habe ich heute zufälligerweise bei Ricardo gesehen. So quasi gebraucht. Stimmenanzeige, Installationsplattform. Und für 90 Franken. Das ist aber auch das, lasse ich mal nicht entgehen. Das Witzige war, ich habe danach gesucht, einfach nur spontan, ob es da ist. Und dann hat er es auch heute erst reingestellt gehabt und einer hat schon geschrieben, naja, kannst du es gerade vielleicht direkt bei per Post schon verschicken. Und gedacht, okay, jetzt muss ich schnell sein, jetzt kaufe ich es und frage, ob ich es gerade direkt abholen kann, was ich dann auch gemacht habe. Das war gerade vorher bei der Station die HST-Tafel mit dem bewussten Overrun. Wenn das stimmt. Ja, nächster Halt. Bristol Parkway, Bahnsteig 3. Oh no, 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 no. Oh. Shit, hat er nicht den Fokus auf.
Und pünktlich angekommen. Sehr gut. Wie viel Gas haben wir? 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt sind wir ja. Steht da bei mir drauf. Bei 7. Ja, waren 7. Perfekt. Schauen, ob wir diesmal auch wieder den Typ erkannt. Nicht wundern, ich hab ja gerade schon ein bisschen die Hotkeys nebenbei aus. Erstmal eine längere Fahrt nach Cheltenham Spa. 38 Meilen und 1510 sollen wir da sein. Aber werden wir schon schaffen. Wenn nichts dazwischen kommt. Wie zum Beispiel ABS vergessen.
interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, ich fahre die Strecke jetzt auch so zum ersten Mal. Also eins war im Simulator schon immer scheiße. Und zwar die Beleuchtung im Dunkeln. Die war schon immer kacke.
Bei gewissen englischen Loks frage ich mich sowieso, wie die was gesehen haben. Also Glas 47 beispielsweise. Die Lichter, die sind total klein. Oder Glas 40, genau das gleiche. Da frage ich mich echt, was die da überhaupt gesehen haben in der Nacht. Da einfach sagen, weil dann mache ich es in zukünftigen Videos natürlich nicht mehr. Ich weiß nicht, was ihr so nebenbei meistens macht, ne?
ich schon mal gerne irgendwie Doku oder so nebenbei an bei so langen Fahrten. Das ist ja schon ein bisschen eintönig. Oder seid ihr, ne, wenn dann Fall wirklich voll fokussiert, höchstens Musik im Hintergrund, aber mal irgendwas angucken. Und ich weiß, wenn man tut, das recht nicht in echt, dass man ablenkt. Und die eine oder andere Wasserkeitskontrolle habe ich deswegen schon übersehen. Ja. Aber ich meine, so wie das, so lange mehrere Stunden geht. Oh, endlich mal ein Zug, der entgegenkommt. Haltepunkt für das da hinten. Da vielleicht. Und schon ganz viel nix. Aber ist ja nichts. Garantiert voll schön da. Na gut, wir sind noch raus. Hat es irgendwas mit den Brücken, glaube ich. Das ist schon die zweite Brücke, die fehlt. Naja, aber sonst schaut es eigentlich ganz gut aus. Sache frage ich mich schon länger. Ich habe bis jetzt auch nicht nachgeschaut. Da schaut gar nicht vieles raus. Aber vielleicht wisst ihr es ja hier. Und zwar hier beim Tacho, ne? Also die grünen Lämpchen und die orangen, da ganz am Anfang. Manchmal sehe ich die auch leuchten. Also zumindest unten die. Im Train Simulator habe ich die noch nie leuchten sehen. Für was sieht das? Ist das für Speed Control? Also für das da? Das hat ja noch nie funktioniert da. Was ist das gut? Ich kann mir vorstellen, dass es mit so einer Geschwindigkeitskontrolle ist. Aber das hätte mich jetzt gewundert, dass der HST eine Geschwindigkeitskontrolle hat. Mittlerweile fahre ich auch fast nur noch Sachen von Armstrong Powerhouse, weil sie einfach so viel besser umgesetzt und realistischer. So die Class 4LM, die ist ja auch mega geil geworden. Aber mein Lieblingslok ist immer noch die Class 47. Ich liebe die. Ich würde auch gern die 40er fahren, aber die hat das Hauptproblem bei der 64-Speed-Version. Da müsste ich schon 32-Speed starten, das will ich aber nicht. Ich muss mal schauen, ob ich mir da ein eigenes Setup für das mache. Bei den Class 4, die wird mich natürlich auch reizen.
Ey, das war jetzt doch gerade ein rotes Signal. Hier was zum... Ah, ein bisschen abhalten. Da vorne ist wieder ein rotes. Ne, das ist wieder grün. Okay, ich glaube, das war ein Bug. Können wir erstmal wieder Gas geben. Dass wir da jetzt ein kleines Problem kriegen. Au, man, das gab ja nicht mal ein Vorsignal mit einer Warnung. So, jetzt haben wir was Gelbes. Ah, betrifft aber uns nicht.
Na, ja, was habe ich denn da jetzt gerade gesehen? 12. Nicht der Altig. Eins kurz mal mit dem Mobil. Der Altig. Delta könnte man schon auch mal fahren. Das ist eigentlich auch ganz cool. Aber die gibt es halt leider nicht in der Pro-Variante. Aber. Schöne Nummer. Gibt es ja auch noch den Prototypen davon. Ein Train Simulator. Alan Thompson. Ja, von da habe ich auch das Szenario behandelt. Das ist ja ganz cool, was er so macht. Das klingt nicht nach Valenta. Valenta ist da, glaube ich, ein bisschen dominanter im Sound. Aber macht nichts, klingt trotzdem gut.
Schafe an der Strecke und das nahe Szenario ist, dass mal schönes Wetter ist oder halbwegs schön. Und kein Regen. Das freut mich.
könnte man sich mal so ein Cap Ride in echt machen. Also wie das aussieht, müsste es ja eine echt schöne Strecke sein. Und jetzt auch so schön. Weil echt ist ja da schon mal was anderes. Und ich glaube, ich habe so eine Vermutung, warum hier nur 100 ist. Klar, auch mit Kurven unter anderem. Aber ansonsten, glaube ich, fahrt sie sich hintereinander auf, gerade mit diesen Regio-Services. Und die DMU ist so langsam vor sich hin tut. Und ich glaube, 100 Meilen ist immer so ein ganz guter Puffer, dass du so hinterher fahren kannst. Weil so wie der Ausweichweise hat es jetzt hier auch nicht. Alles nur eine Vermutung.
ist so ein Kanal, der uns in die Außenansicht. Ja, ich glaube, das ist auch ein kleiner Kanal, wo wirklich ein, zwei Schiffe so rumtücken. Kann er mit Schleusen? Weil das schaut ziemlich künstlich aus. Wer weiß? Schon hoch. Ja, interessant. Ja,
Tschüss, nicht so geil. Pff, der ist aber verflucht schnell hier. Zeittechnisch kann man es leisten, um 6.50 Uhr soll man ankommen und nach Planung kommen wir um 1.50 Uhr an. 1.50, 46. Ui. Frag mich, wie die Steigung ist, wenn es nass ist. Ich glaube, da kannst du mal kräftig sanden da.
gleich schon die Vororte von Birmingham. Irgendwas stimmt bei der Route mit den Signalen nicht. Ich hoffe, es ist wirklich safe weiterzufahren. Das könnte doch nicht echt gewesen sein. Ah, das ist unser Kanal wieder. Ich glaube, das ist. Was soll Birmingham hier sein? Sind ja noch 3,6 Meilen. Was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass wir vor Birmingham recht lang stehen müssen, wenn unser Gleis blockiert ist, weil wir so früh dran sind.
der da gerade einfach so aufgetaucht? Guck mal, ein Portal hier. Oh, und da fehlen Sachen. Tja, jetzt sind wir gleich da. Boah, kurze Plattform. Bin mal gespannt, ob sie uns diesmal direkt reinlassen. Um ja Zeit, sind ja zu früh. Da fehlt schon wieder Sachen. Das ist nicht so schön. Und da auch. Döf. Naja, aber ansonsten war es eine schöne Route. Ja, ist ja gut. Oh, haben wir jetzt da Rot? Oh ja, wir haben Rot. Darf ich es bremsen? Hä? Okay. Wirklich unser Signal? Jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. Nein, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss mal kurz das große Hut da hier holen. Spieler. Ah, Tatsache, wir haben Rot. Aber. Ne, wir müssen 9A. Ach so. Ach so, okay, jetzt haben wir den Bahnsteig da auf. 9B, 9A. Also ich hoffe, von hinten klopft uns da keiner rein. Das wäre beschissen. Uns lässt er jetzt nicht reinfahren, weil... Strecke müsste eigentlich frei sein. Oh, stehe ich jetzt nicht? Machen wir kurz einen Request. Ah, okay, wir dürfen weiterfahren. Ja gut, dann machen wir das einfach. Gut. Die Tut machen wir wieder kleine. War ich nicht so groß. Dann fahren wir auch weg von dem Glitch hier. Also so ein Schönheitswunder ist jetzt eh nicht, ne? Warte mal. Ah, nee, oder? Das ist jetzt... Scheiße, jetzt kommt es mir erst. Können wir in die falsche Richtung fahren? Nicht der gleiche Bahnhof. Ich bin jetzt gerade irritiert, sind wir in die falsche Richtung gefahren. Birmingham. Jetzt muss ich schon mal nachgucken.
500 bis zur Art 5 mache ich jetzt gerade mal parallel und das wäre gewesen. Oh, Leute! Oh, Baseball Mami selber, wir sind in die falsche Richtung. Oh, im letzten Teil sind wir hier geendet. Wir wären eigentlich nach Bristol gefahren. Ah, so ein Shit. Ja, gut. Naja, müssen wir uns halt rückwärts irgendwie vorstellen. Tut mir leid, aber wir haben trotzdem die Strecke gesehen. Das heißt, das nächste Mal geht's in Bristol weiter. Ah, so ein Shit. Naja, gut. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich verkehrt rumgefahren bin. Aber trotzdem, die Strecke war schön. Und ja, nächster Teil ist der letzte Teil von der 500-Meilen-Tour. Und ja, haut mich bitte nicht zu West, tut mir leid. Oh Mann. Ich dachte, es war noch richtig. Ah, scheiße. Gut. Ja, mehr aufpassen. Also, bis demnächst hier und ja, tut mir leid.